Bei Salve TV steigt die Zahl der Klicks für eine Produktion vom vergangenen Dezember in die Höhe. Der Regionalsender war dabei, als dem in Erfurt geborenen Schriftsteller Ulrich Holbein im Kaisersaal völlig überraschend ein Literaturnobelpreis verliehen wurde. Nunmehr ist die Popularität des auch unter Uriel Bohnlich, Heino Brichnull, Heinrich Bullo oder Lilli Kronhuber bekannten Autors erneut gestiegen. Er wird in Kassel mit dem renommierten Literaturpreis für grotesken Humor ausgezeichnet. Seitdem dies bekannt ist, füllen sich die Feuilletons mit Berichten über den Geistmensch, Wortkünstler und Waldbold und sein radikal skurriles Werk. Holbein kann bei der Preisverleihung in Kassel auf eine illustre Schar von Vorgängern blicken. Preisträger waren zum Beispiel Robert Gernhardt, Christoph Meckel, Ernst Jandl und der kürzlich verstorbene Loriot. Salve TV beglückwünscht Ulrich Holbein, der auch schon bei der Erfurter Herbstlese und im Lektarium der Toskana-Therme Bad Sulza mit aufsehenerregenden Lesungen präsent war.